So, ja, ich glaube, ich werde das zusammenschneiden. Willkommen zurück für Leute, die sich fragen, warum dann keine Stimme kam bei den ersten paar Minütchen. Das lag daran, weil ich die Capture Card neu starten musste. Kurz zur Info, der erste Durchlauf der Demo war derselbe. Aber jetzt hier soll es wohl neue Sachen geben. Ich lasse mich da sehr überraschen. Wir waren ja schon so weit gewesen, dass wir auf dem Dachboden waren. Und wir herausgefunden haben, dass das Telefon nicht klingelt. Und hier immer noch das ominöse, komische Bild ist, wo ich immer noch das Gefühl habe, da guckt jemand hinter so einem Vorhang her, so. Hallo. Telefon ist immer noch da. Warte. Mama. Mami. Okay. Der Witz funktioniert nur beim ersten Mal. Okay, und hier ist jetzt der neue Bereich, wo ich gesagt habe, gestern schon, Alter, Stuhl irgendwie an der Decke hängen, ein Bett. Wir haben. Ich will gar nicht wissen, was hier passiert. Ich hab Angst. Hier ist eine Kiste, die können wir wahrscheinlich. Die können wir bestimmt mit der. Dings zertrümmern mit der Axt. Hier haben wir irgendwie einen Kellerschlüssel. Ich habe Angst. Ich habe Angst, in den Keller zu gehen. Und hier war eine Leiter, wo wir sogar, wo ich mich erschrocken hatte, dass wir rauf können. Verschlossen. Hier scheint es nach draußen zu führen. Ja, ich will raus. Ich will raus. Aber anscheinend ist da nichts. Guck mal, es leuchtet hier so komisch nach hier unten. Ist hier irgendwas vielleicht am Liegen? Dass es uns irgendwie was bedeutet. Guck mal, da. Was ist das denn? Alter, Pistolenmunition. Wir haben Pistolenmunition gefunden. What the fuck? Alter. Okay, Kellerschlüssel. Ich will den Kellerschlüssel noch nicht nehmen. Ich habe Angst, dass dann was passiert. Okay. So, dann gucken wir mal. Ich nehme mal auf. Was steht da? Basement. Okay. Ach, jetzt weiß ich auch, was das bedeutet mit dem Telefon klingeln. Mit der Symbolanzeige, weil ich mich gefragt habe in den Optionen, was das jetzt ist mit dem Telefon. Ich habe die Befürchtung, dass es jetzt wahrscheinlich dann so sein wird, dass wir sterben. Warte mal, ich mach das mal aus. Das nervt ein bisschen. Warte mal, Anzeige, Telefonsymbol, aus. So. Ja, wir wissen ja, wo das Telefon. Ich gehe da jetzt mal nicht dran. Ich lass es einfach mal klingeln. Oder sollen wir da dran gehen? Ich weiß es gar nicht. Sollen wir. Bestimmt der Gerichtsvollzieher. Ja, ich glaube auch. Ich gehe ans Telefon. Mama? Did you find what you were looking for? Who's this? And what the fuck is going on? What do you mean? Everything seems fine to me. Just remember, all doors can be opened. If they couldn't, they wouldn't be doors. What? But some doors must remain closed. For now. Ist also ein Hinweis, ja? Okay, also alle Türen, die verschlossen sind, können auch aufgemacht werden, aber einige Türen müssen noch verschlossen bleiben. So. Achso. Das ist bestimmt so ein Hinweis, dass wir wahrscheinlich noch weitere Updates der Demo bekommen, weil es sind noch einige Türen im Haus verschlossen. Okay. Dieses Video ist immer noch so verstörend. Das ist unglaublich.
Ja, ich glaube, da werden noch ein paar Updates kommen, glaube ich. Aber das wäre mega. Wenn da noch mehr Updates kommen würden. Ja, das Ende des Pfades ist nah. Ja. Drehen Sie im Botschafterprogramm von Resident Evil 7 bei. Treffen Sie. Was ist denn? Treffen Sie die Bakers am 24. Januar 2017. Ja, ob ich die treffen möchte, weiß ich noch gar nicht. Bin ich mir noch gar nicht so sicher. Okay, wir fangen mal von vorne an. So. Resident Evil 7 Teaser Beginning Hour. Okay, auf ein neues. Wir müssen auf jeden Fall die Pistolenmunition, würde ich gerne mitnehmen. Ich würde gerne die Axt holen. Den Bolzenschneider, die Sicherung, den Finger. Ganz wichtig. Also alles, was wir jetzt noch hier holen können, holen wir jetzt erstmal hier. Wir gehen nicht ans Telefon. So. Ja, bis Januar dauert ja noch etwas. Ja. Bis dahin können Sie noch ein paar Updates reinschmeißen. Würde mir ganz gut tun, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich spiel's gerne. So. So, die Sicherung knallen wir wieder rein. Dann kommt wieder hier der Nachbar. Das scheint auch oben gewesen zu sein. Und ich vermute, dass die Kellertür wahrscheinlich das hier ist. Und ich will da nicht rein. Ich bin da ganz ehrlich. Okay, bevor ich jetzt nach oben gehe, gehe ich jetzt erstmal, ja, mein Inventar. Gehe ich jetzt erstmal die Kassette holen, die Videokassette. Meine Fresse, wie detailliert das ist. Ja. Das Baby kennen wir ja schon. So. Ja, genau. Kann man jetzt auch auf der PS4 schauen. Genau. So. So, die Videokassette haben wir. Das heißt, jetzt können wir erstmal nach oben gehen. Dann gehen wir oben. Die Pistole. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir mit der Pistolenmunition. Oh Gott. Werden wir eine Pistole finden? Ich lasse mich da sehr überraschen. Was passiert, wenn ich mich unter die Treppe stelle? Ach, geht gar nicht. Hätte ich vielleicht schneller sein müssen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will ungern rennen bei dem Spiel. Ich habe Angst, dass vielleicht ich dann gehört werde. So, als erstes gehen wir erstmal die Munition holen. Die lag ja hier, ne? Genau hier. Pistolen. Sonst noch irgendwo was am liegen? Nee, ne? Okay, Schlüssel nehmen wir mit. Jetzt klingelt das Telefon. Ja. Ja, du kannst mich mal. Welcome to the family, son. Ich habe Angst, dass er trotzdem jetzt kommt. Okay, komischerweise bleiben die Puppen jetzt irgendwie so stehen. Kommen wir mit dem Kellerschlüssel denn jetzt in den Keller? Das interessiert mich jetzt mal. Ich probiere das mal aus. Ja. Alter. Oh. Kann ich. Ah, ich kann nicht. Ich kann die Tür. Alter, nimm die scheiß Finger weg. Ich kann die Tür gar nicht benutzen. Okay. Das lässt mich ja verstört zurück. Okay, dann können wir ja eigentlich. Haben wir soweit alles? Die Schubladen machen wir im Video auf, ne? Genau. Okay. Ist da auch ein neues Bild im Schrank? Ne, da ist nur ein Strauß Blumen und ein Boot. Oder ein Schiff. So, dann setzen wir mal die Kamera ein. Die Kamera, die Videokassette. Alter, wir haben auf jeden Fall schon ein paar mehr Sachen dabei. Na? So. Boo. Boo. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Ja, ich komme schon. This new guy? I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem.
tonight on Sewer Gators. Another worthless fucking shithole. Happy? Happy. Static. Ah, ich werde gar nicht gefunden auf der PlayStation. Das ist natürlich auch sehr geil, dass ich gar nicht gefunden werde bei Live von der PlayStation. Ist natürlich supi. Macht natürlich wieder Sinn. Are we rolling? Oh. Alright, let's go. Ist natürlich wieder mega geil. Kann natürlich nur wieder mir passieren. Ich mag diesen Kamerafilter bei diesem Video. Das ist so geil. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Da will mich keiner reinkriegen, für kein Geld der Welt. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Eine Automatiktür. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Warte mal, den Topf mache ich auch nochmal offen. Ah, shit! I know I shouldn't have worn my good shoes. My good shoes. My good shoes. Oh, nee, ich bin nicht zu finden auf der PlayStation. Hallo? Ich würde gerne... Hallo, Mr. Dietrich. Hallo. Andre. Wieso kann ich den Dietrich nicht nehmen, Alter? Wie hohl das ist. Andre? So. Andre! Andre! Clancy, you see where Andre is? So, jetzt haben wir die... Nee, keine Ahnung, wo der ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Where is he? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. Ja, ja. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Ich glaube schon, ja. Hier ist kein Finger drin. Diesmal steht da keiner. Oh gut. Ich gehe nochmal kurz nach oben. Ich glaube, ich war beim letzten Mal, glaube ich, war ich auch oben gewesen, ganz kurz. Hier liegen die Kopfhörer, ne? Genau. Kann man aber auch nichts machen. Kann ich denn mit dem... Ne, geht nicht, ne? Scheiße, hier oben ist ja zu. Verdammt, ich dachte, ich könnte vielleicht irgendwas mit dem Dietrich machen. Prost, ASV-Fan, und willkommen zur Let's Play Live Show. Leider bin ich auf der PlayStation nicht zu finden. Ich werde das gleich mal abändern, dass es geht. Das machen wir aber gleich. Nee, hier steht diesmal niemand irgendwie in der Ecke. What the fuck was that? Did you hear that? Hm. Geh mal rein, ich warte hier draußen. Guck mal, hier ist der Griff auch schon abgenudelt. Andre! Where the fuck is he? Ich habe keine Ahnung. Ich will hier gar nicht sein, muss ich ganz ehrlich gestehen. Andre, where are you, man? Vor allem, woher weiß er, dass er jetzt da hinten hin muss? Sieht man denn von hier aus den Hebel? Würde mir im Sinn nicht einfallen, ach, ich guck mal irgendwie da in den Kamin, da ist ein Hebel bestimmt für eine Geheimtür. Oh, hallo. What the hell? Der steckt da bestimmt mit drin, hundertprozentig. You gotta be fucking kidding me. Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Okay, bin ich dafür. Ja, vor allen Dingen, es sind nagelneue Kopfhörer. Ja, nagelneue Kopfhörer. Und wieso liegen die in so einem verranzten Haus? Das hat ja wahrscheinlich auch irgendwas zu bedeuten. Sonst liegt hier nichts, ne? Nö. Haben wir... Ach, das ist unser Schatten. Okay, ich dachte schon. You first. Ja, ich gehe schon. Ja. Ich weiß. Feiger Dreckstück.
Okay, sonst ist hier unten sowieso nichts Besonderes. Das hatten wir ja auch schon gestern. Ich sehe gar nichts. Es ist dunkel und hier hängt jemand am Rohr und... Er hat Rohr gesagt. Hübsche Augen hat er. Da wären wir wieder. Ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause. Oder beziehungsweise, ich mache eine ganz kurze Aufnahmepause. Ja, und in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dann.